Und ein herzliches Willkommen, hallo, was auch immer, bei einer neuen, ich sag einfach mal kurzen Aufnahme, aber ich bin mir nicht ganz sicher, je nachdem, wie sich's leveltechnisch ausgeht, von, genau, Star Wars, The Old Republic, das war's. Bisschen verballert momentan, ist ja auch egal. Wie man sehen kann, hier unten rechts habe ich momentan noch einen Upload drin. Deswegen eigentlich auch nur eine kurze, weil sich da schon mal die Tonspur verzwirbelt hat, aber geht momentan leider nicht anders. Gut, dann wollen wir mal ganz kurz nochmal mit unserem Andronikos Revel sprechen. Erzählt mir mal etwas, Sith. Scheint, als wüsstet ihr alles über mich und ich nichts über euch. Ich werde einfach nicht aus euch schlau. So. Ich war auch als Verbrecher verurteilt. Ein paar Imperiale fanden es lustig, meine Leute zum Spaß zu erschießen. Und ich habe zurückgeschossen. Sie wollten mich eigentlich töten, aber dann machten sie mich zum Sith. Eigenartig, wie diese Sith funktionieren. Ich war Buchhalter auf Munilinst. Dann entschloss ich mich dazu, ein bisschen mehr zu erleben. Also setzte ich dem Boss des intergalaktischen Bankenclans einen Blaster an die Schläfe und machte mich mit ein paar Millionen Credits aus dem Staub. Seitdem raube und morde ich. Klingt eigentlich ganz gut. Ich mache einfach mal, dann werde ich auf mich gut auf mich aufpassen. Na, da seid ihr ja ganz schön durchgestartet. Aber haltet mir besser keinen Blaster an den Kopf. Keine Sorge, Sith. Ich habe einen guten Überlebensinstinkt. Schnicke. Ich dachte eigentlich, da wäre noch irgendwas anderes gekommen. Ganz dunkel in Erinnerung, mal wieder. Von wegen, ja. Genau, hier war's. Ich bin auch Pilot und so. Ich flieg das Ding. Ich schaukel das schon. Und irgendwie so weit in die Richtung dachte ich, wäre da noch gekommen. Aber. Ja, das war ja so ganz auch interessant. Irgendwie. Konfrontiere Darth Tarnaton. Oder muss ich ganz kurz hier noch drin? Ah, gut, ich spreche erst nochmal mit den beiden, mit Freaky nicht unbedingt. Aber das bringt auch immerhin ganz kurz Erfahrungspunkte. Ich wollte euch nur noch einmal danken, dass ihr mich mitnehmt. Es ist mir eine Ehre, mit jemandem von eurer Erfahrung zusammenzuarbeiten. Die archäologischen Bestrebungen des Sith und des Imperiums sind schon zu lange getrennt. Es ist unsere gemeinsame Geschichte. Wir haben die Pflicht, sie offenzulegen. Auf jeden Fall, Mann. Ich find's gut, dass du dabei bist. Du, ja, bist ein bisschen anders, bist ein bisschen verdreht. Das macht das Ganze äußerst interessant, finde ich. Wir werden uns gut verstehen. Es ist selten, dass Sith nur um des Wissens willen nach Wissen streben. Eure Reinheit ist erfrischend. Ich denke, ich bin nicht reiner als sonst jemand meines Berufs. Es ist mir eine Ehre zu tun, was ich tue. Tief unter der Oberfläche bittet uns die Geschichte, sie vor der Finsternis zu bewahren. Ich gebe mein Bestes, um diesem Ruf zu folgen. Und ihr tut dasselbe. Ihr erinnert mich an meinen alten Mentor Auselio Gunn. Danke, glaube ich zumindest. Das nehme ich als Kompliment. Es war auch als Kompliment gemeint. Er war einfach der Beste. Aber was rede ich hier, wo es Arbeit zu tun gibt? Die Toten werden nicht jünger, wie wir bei uns zu sagen pflegen. Joa, aber schadet auch nicht, wenn sie noch länger warten. Das ist ja im Prinzip auch. Das sind ja schon tot, ne? Von dem her passt das schon. Ab raus hier. Mal wieder nach Drom und Kaas. Mann, wir waren so oft auf Drom und Kaas. Ich kann es gar nicht mehr zählen. Aber was soll ich machen? Was soll man machen? Es ist halt der Heimatplanet. Da. Man kann es nicht ändern. Man kann es nicht ändern, auch wenn man es ändern möchte. Oh Gott, ein Schlückchen Kaffee getrunken. Irgendwie wirkt Drom und Kaas anziehend. Magisch. Für das Imperium. Sekunde. So, ganz ehrlich, ich hab grad gegähnt. Ganz ehrlich. Total professionell.
Ja, Professionalität eher nicht. Bei mir nicht. Komm, jetzt lad schon. Ja, ich habe einen Upload drin. Man merkt doch, die Ladebildschirme sind dann etwas länger. Ich frage mich ernsthaft, ob sich die Tonspur wieder etwas verzwirbelt, wieder ein bisschen durcheinander dreht. Ach genau, was ich noch gesagt haben wollte. Momentan schreiben wir den 27.04., glaube ich, müsste das sein. Und nächstes Wochenende, das heißt, diese Folge wird dann am 28. erscheinen. Eine kurzfristige Aufnahme. Yo, wo ist der Ausgang? Hilfe. Da. Eine kurzfristige Aufnahme, yo, ist wieder Double XP Weekend. Nächstes Wochenende. Wenn ihr Star Wars spielt, ja, kauft euch Kaffee, Energy Drinks, was weiß ich, und nutzt das ein bisschen aus, ne? Ich werde es auch ausnutzen, denn das hier ist die erste Aufnahme nach dem Double XP Weekend, wie ihr merkt, und es kommt insofern recht gelegen, als dass je später es wird, oder je höher man kommt, desto länger dauert das Leveln. Zugegeben, ich habe den jetzt ein bisschen an die Seite gestellt, habe eine kurze Pause mit dem Attentäter gemacht. Konnte ich ja auch. Konnte ich mir auch irgendwo leisten. Aber jetzt, Wie lautet der Bestimmungsort? bin ich dann doch Genießen Sie Ihren Aufenthalt. 43. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen eher zwischenleveln sollen und dann dem Ganzen noch ein bisschen Power geben sollen. So, aber ja gut, das geht jetzt auch so auf, dann werde ich den jetzt zwischendurch leveln. Das passt alles schon. Das ist jetzt nicht so das große Riesenproblem. Hey. So, das passt schon. Ja, trotzdem bin ich froh darum. Gut schätzen. Double XP Weekend. Ich denke, wenn ich dann morgen noch mal eine Aufnahme mache, muss ich ja. Muss ich ja. Dann werde ich den heute wirklich leveln müssen. So, je nachdem. Weil, ja, 47, 48 werde ich schon kommen. Und dann kommt dann auch schon bald Markup und dann ist Ende. So. Also von dem her, es ist Level 43. Irgendwo zieht sich das ganze Gelevel, finde ich, so ein bisschen zwischen 40 und 50. Bis 40 geht's eigentlich recht flott und ab 50, wenn du auf Markup bist, geht es dann auch wieder, ich sag mal, recht zügig. Aber ab 40 zieht sich, finde ich, irgendwo ein bisschen. Aber ist vielleicht auch nur mein subjektiver Eindruck. Natürlich ist das nur mein subjektiver Eindruck. Ja, ich glaube, Ashara, bei aller Liebe zu dir. Ja, die Liebe ist vorhanden. Spürst du sie auch knistern? Das, hörst du. Natürlich, du bist da. Auf Wow. geht's. Auf geht's. Oh, haha, ich bin ein Level aufgestiegen. Und ich habe mir immer noch kein Geld geschickt. Aber das spielt keine Rolle. Das hatte ich schon gemacht. Jo, das hatte ich schon gemacht. Nächstes Level müsste ich eigentlich. Nein. Drei Ich Level. bin bereit. Das ist schön für dich. Ich bin nicht breit. So, jetzt noch mal ganz kurz durchatmen. Ashara, zieh dich mal besser zurück. Ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht. Nein, nein. Ja, mit dir direkt runter. Ich brauche nur einen Heiler. Das ist alles. Ach so. Also, das nenne ich mal Gemächer. Ohne Scheiß. Darth Thanaton, Level 50. Okay, also wird der wahrscheinlich nicht unser momentaner Kapitel 2 Endgegner sein, denke ich mal. Leicht geschätzt. Sondern Rowlen. Rowlen, Rowlen, Rowlen. Rowlen, Rowlen, Rowlen. Da-dam, da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam, da-dam. Ich wusste, dass ihr nach Lord Cineratus Tod hierher kommen würdet. Ein schwächerer Sith.
hätte sich unter einer Sanddüne versteckt. Aber ihr seid kein schwacher Sith. Ja, Schluss mit dem Gerede. Je eher wir das erledigt haben, desto besser. Macht euch das Reden ungeduldig? Ihr seid jung und stolz. Zweifellos seht ihr nur einen welken alten Mann, den es zu besiegen und zu vernichten gilt. Roland? Ja, Meister. Der Schüler eines ungehorsamen Sith muss sterben. Tun wir unsere feierliche Pflicht. Dieses Mal werde ich eure Leiche persönlich entsorgen. Tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ja, das Dumme ist jetzt, komm her. Muss ich hinter, jetzt gehe ich mal hinter den Bams. Warte, ich habe vergessen, den Def zu zünden. Nix da. Ja, wo wirbelst du denn deinen Machtsturm hin, Kleiner? So, mal schön da raus. Habe ich noch irgendeine... Ja, ah. Ich hab keinen verdammten... Ja, ja. Tricky Boy, du hast recht. Was haben wir denn hier überhaupt? Plus 1 Willenskraft, minus Rüstung. Nee, das ist Unsinn. Das ist kompletter Unsinn für mich. Okay, Geduld, Mr. T. Vor allen Dingen, ich glaube nicht, dass ich jetzt gegen den kämpfen muss. Aber habe ich mir den Druiden freigeschaltet? Ich glaube nicht, wozu auch. Na gut. Wegen Medipack. Und so, ne? Ihr müsst diesen Unsinn jetzt beenden. Lasst nicht zu, dass er so mit euch redet. Er ist eine verräterische Schlange. Schneidet ihm seine Giftzähne heraus. Vorsicht! Bloß nicht die Kontrolle verlieren. Ich hatte euch gewarnt, dass mein Ritual gefährlich und nichts für die Schwachen ist. Doch ihr habt das Gift getrunken. Was habt ihr getan? Na, ihr könnt mit solcher Macht gar nicht umgehen. Na doch. Schon. Was ist gerade passiert? Wo ist Thanaton? Ihr sterbt, kleine Schlange. Versucht nicht zu kämpfen. Das wird die Qual nur verlängern. Eine Sache über die Machtbindung hatte ich nicht erwähnt. Ihr solltet niemals mehr als einen Geist gleichzeitig binden, oder? Nun, ihr seht ja. Wie ist das passiert? Ich verstehe immer noch nicht ganz. Ich habe gegen Thanaton gekämpft. Zu viel Anstrengung. Das macht euch müde. Verwundbar. Vorher mussten wir euch dienen. Doch nun können wir endlich etwas Spaß haben. Sith, wieder unter den Lebenden. Ganz ruhig jetzt. Du warst überfordert. Dein Körper konnte sich nicht schnell genug an die große Macht des Geistes anpassen. Und ich will gar nicht auf die kleinen Plaudereien eingehen, die du im Schlaf hattest. Lass mich raten, die Geister? Ja, gut geraten, ne? Sie wollen keine Ruhe geben. Woher wisst ihr das?
Ich kenne mich ganz gut mit Stimmen aus, die sich in den eigenen Gedanken breitmachen. Was auch immer der Grund war, ihr seht schrecklich aus. Und Thanaton wird das ausnutzen, wenn wir nicht schnell ein Heilmittel finden. Lass mich kurz ein paar Forschungen anstellen. Ashara, ich brauche deine Hilfe. Holograms sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ajo, dieser Schuss ging ja nach hinten los. Ach, dann wenn der Heft 17 oder Ditte, ich weiß gar nicht, muss ich mal gucken, was ich im Moment drin habe. Macht am Wenderheft 13. Wundervoll, Schnieke, Tutti Frutti, passt. Minus 2. Okay, ich habe sein Herz gebrochen. Nein! Mein Sith Lord. Ja. Ashara, komm her. Küsse, Küsschen, Küsschen. Jetzt. Sie weist mich zurück. Nein. Warum weist du mich nur zurück, Ashara? So. Erst einmal Kapitel 2 Belohnung abholen. Das mit Thanaton ging ja ganz schön nach hinten los. Das ist super. Eigentlich nicht. Und ja. Das war wieder so knapp. Nicht so knapp wie gegen Serge, das war 38-0. Aber knapp war das auch. Also mal weiter überlegen. Was war, ja, doof. Das wird eine kurze Folge. Ich habe nicht auf die Uhrzeit geguckt, bei der ich gestartet habe, aber ich glaube nicht, dass ich schon 20 Minuten voll habe. So gut, dann werde ich erstmal das hier machen. Natürlich. Auf der anderen Seite. Dann weiterschauen. So, dann werde ich noch auf dem Schiff wahrscheinlich irgendwelche Intercom-Gespräche führen müssen oder Holocom. Ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. Das werde ich dann auch noch machen. Ich habe die Rap-Flotte im Kopf. Oder nee, das wäre dann da unten. Oh mein Gott, ich spiele das Spiel seit November 2011 und verlaufe mich immer noch auf der Flotte. Ich hab, das ist doch nicht nur, das ist, mein Orientierungssinn ist nicht ganz so gut, ne? Nee, mein Orientierungssinn ist nicht ganz so gut. Dam, da, da, dam, da, da, dam, 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 dam. So, Schnieke, was hab ich denn jetzt bekommen? Was war denn diese? Mission Schlachten schlagen. Du erhältst Car-City-Pass. Wozu brauche ich denn jetzt einen Car-City-Pass? Und vor allen Dingen, ich habe gar keinen bekommen. Och. Mir soll's egal sein. Ich soll das Intercom meines Schiffes benutzen. Also benutze ich das Intercom meines Schiffes. Sith Inquisitor. Inquisitatitor. Kopfgeldjäger. Warum gibt's nicht einen Hangar für alle? Das wäre äußerst praktisch. Das ist einfach so eine Tür, durch die du reingehst. Dann müssen wir die Flotte wahrscheinlich komplett neu aufbauen. Oder die steht irgendwo in der Mitte, die Tür. Und dann ist das hier so eine universelle Phase. Dann gehst du hier rein oder fährst du hier rein. Und dann steht hier rechts beispielsweise das Schiff der Soldaten. Dann Kopfgeldjäger. Auf der Imseite. Ich bin jetzt auf der Imseite. Ja. Dann hier des Agenten und dann weiter hinten die beiden anderen. So. Damit wir jetzt nicht hinfahren. Und so weiter. Das wäre praktisch. Das wäre super. So kann man dann immer erst um den äußeren Ring rumfahren da drin und gucken, ey, wo muss ich lang? Wenn man denn das Schiff benutzen kann. Jetzt, ich sag mal, später benutzt keiner mehr irgendwie die Schiffe. Ich wüsste jetzt nicht, wann ich auf meinem Rapture das letzte Mal das Schiff benutzt habe. So, das wahrscheinlich, als die Terminals mal wieder defekt waren. Die Rap-Seite hat da immer Probleme mit ihren Teleport-Terminals. Wenn euch das was sagt, ist ja auch egal. Ich schwafel schon wieder rum. Ja, rumschwafeln tut er ganz gern.